Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind natürlich immer noch in den Badlands auf Kadera. Sind hier in einem, ja, offensichtlich Windpark. Ist zumindest in der letzten Folge vermutet worden. Drake führt da einen kleinen Tanz auf. Das sieht ganz nett aus. Ist aber auch unnötig. Wir wollen uns hier noch weiter umgucken. Wir haben schon eine Quest bekommen hier. Wir bekommen hier aber offensichtlich noch eine von Thravia. Keine Ahnung, wie die heißt, aber erstmal Datenpad und so. Persönliches Log, ich nenne sie Thrasia. Ich finde, Thrasia ist komisch. Klingt, lässt sich scheiße aussprechen. Neuer Eintrag, das Inventar ist voll. Dieser Vidal hat Wort gehalten. Hat zwar relativ hohe Gebühren, der Mann, aber er hat alles auf meiner Liste besorgt. Jetzt muss ich die Babys nur noch für den doppelten Preis verkaufen. Ich hoffe, sie meint keine wirklichen Babys, sondern meint mit Babys irgendwelche Gegenstände, die sie einfach nur Babys nennt. Hallo. Ich sehe schon, Sie sind nicht wie die übrigen Anfänger hier. Nein. Wie kommen Sie darauf? Ihre Ausrüstung, sie ist hochwertig, wie alles an Ihnen. Ich habe hohe Standards, ich habe gerade WhatsApp-Bling-Bling gehört. Was soll ich sagen? Ich will eben nur das Beste. Dann sind Sie genau die Frau, die ich brauche. Aha. Als die Verbanden nach Kadera kamen, versteckten sie überall in den Badlands Lager mit Vorräten von der Nexus. Größtenteils Schrott, abgelaufene Proteinriegel und Rationen. Aber es waren auch ein paar erstklassige Waffen direkt aus der Waffenkammer dabei. Und woher wissen Sie das? Ich habe geholfen, sie zu stehlen. Aha. Das Problem ist, dass diese Waffen für den Abschaum hier unten viel zu gut sind. Und ich kann in Kadera Port keine Waffen verkaufen, ohne dass Sloan einen Teil davon abbekommt. Aber der Nav-Punkt des Lagers? Wären Sie daran interessiert? Für einen fairen Preis gehört er Ihnen. Ich würde sagen, bevor die Waffen hier an irgendwen anders geraten, nehmen wir die einfach. Dann sind sie in guten und sicheren Händen. Wir sind im Geschäft. Wunderbar. Hier ist der Nav-Punkt. Danke. Bis dahin können Sie sich gerne schon mal mein aktuelles Angebot ansehen. Wieso spricht sie so? Weiß ich nicht. Oh, Moment, Nomad. Keine Lackierung, oder doch? Doch! Oh, N7, jawollo! Kaufen, habe ich gesagt. Initiativlackierung, ist das die Standardlackierung? Nee, die Standardlackierung ist vorbei. Nehmen wir mit, alles her. Zack! So, dann werden wir natürlich umgehend beim nächsten Schnellreisepunkt die N7-Lackierung draufpacken. Ja, da kannst du aber glauben. Was die jetzt sonst noch da hat, interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ich bin mit dem Nomad zufrieden. Ich gehe dann hier irgendwie in Kämpfe und weiß ja Geier was. Ich brauche den nicht so krass aufboosten, glaube ich. Ich glaube, das ist gar nicht so zwingend erforderlich. Ich glaube, wir sind so schon ganz, ganz gut bedient mit unserem Nomad. Wir gucken uns hier natürlich, bevor wir jetzt irgendwie weiter Quests machen, ist ja ganz klar. Da liegt nämlich zum Beispiel noch ein Datenpad. Oh, mit ihm kann ich auch reden. Persönliches Log Adon. Neuer Eintrag. Der Kroganer Rotan glaubt, dass jemand hier den Plünderern sagt, wann sie am besten angreifen sollen. Lächerliche Ausrede für seine Faulheit. Ich kapiere nicht, warum wir den Burschen bezahlen. Techniker. Wie sind Sie hier reingekommen? Ja, ich bin gelaufen, ne? Ich habe meine Beine benutzt. Tja, dann benutzen Sie sie jetzt mal, um wieder zu verschwinden. Oh. Ich bin beschäftigt. Mm. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Na schön, aber machen Sie schnell. Wieso ist die Musik so dramatisch? Der Windpark. Versorgt dieser Windpark Kadera Port mit Strom? Ja, genau wie alles andere in der Gegend. Was natürlich nicht heißt, dass uns dafür irgendjemand dankbar wäre. Nein, sie kontaktieren uns nur, wenn irgendwas kaputt ist. Sloan zahlt ihnen kein Schmiergeld? Nicht genug. Dieser Job ist riskant. Ich hätte eine Gefahrenzulage verdient. Ja, das wird Sloan bestimmt machen. Ihre Arbeit. Was machen Sie hier? Ich sorge dafür, dass sich die Turbinen weiterdrehen. Was im Übrigen beinahe an ein Wunder grenzt, wenn man bedenkt, wie viele Plünderer hier ständig irgendwelche Teile stehlen wollen. Okay, danke. Danke für Ihre Zeit. Ja, ja, schon gut. Lassen Sie mich jetzt einfach weiterarbeiten. Ist ja gut. Ich bin ja schon wieder weg. Meine Güte. So, da vorne ist noch irgendjemand. Irgendetwas. Da oben können wir was scannen. Sehr schön. Willst du
wirklich, dass sich Sloans Schläger hier rumtreiben? Okay. Oh, holy, das war knapp. Runterfallen wollte ich da nicht, auch wenn natürlich nichts passiert wäre. So, aber ich glaube, dann sind wir hier soweit fertig. Wobei, konnten wir hier noch rein? Waren wir hier drin? Hier waren wir nicht drin, oder? Sie steht unter dem Einfluss von Oblivion. Aha. Die Droge. Rebellenpanzerung, Scharfschütze. Moment. ...7% Waffenkopfschuss, 10% Waffenreservemunition, 15% Waffenschaden. Wäre natürlich fast für meine mittlerweile angeeignete Spielweise, dass ich eigentlich fast nur noch mit dem Sniper rumlaufe, fast die bessere Alternative zur guten alten Inge. Weil Tech-Kräfte, sind wir mal ehrlich, nutze ich so gut wie gar nicht mehr. Können wir echt mal drüber nachdenken, diese Rebellenpanzerung zu erforschen und herzustellen? Patrouillenplan, Niat. Wir machen bald wieder eine Razzia auf der Farm. Bitte deponieren Sie den Patrouillenplan der Kroganer am üblichen Ort. Kay. Bitte, Kay, ich will das nicht mehr machen. Die Leute schöpfen schon Verdacht. Sie wollen Credits für Oblivion? Beschaffen Sie uns den Patrouillenplan. Kay. Sie hat Plünderern gesagt, wann sie angreifen sollen und dafür Credits erhalten, um Oblivion zu kaufen. Irgendwie nicht so cool, ne? Stimme ich dir zu. Vom Winde verweht, gestohlene Turbinenteile finden. Das machen wir als nächstes. Ja, dann haben wir hier das Gröbste erledigt. Zumindest in diesem Bereich. So. No, nee, nicht. Ich weiß, dass er aktiviert ist. Ich wollte ihn nicht aktivieren. Ich wollte ihn umfärben. Bin ich eigentlich ein bisschen doof? Ausstattung, Alter. Geht's denn noch? Bob, bob, bob. Bloodpack war ja auch ziemlich cool. Im Moment haben wir, was haben wir im Moment drauf? Tevuras Herz. Na gut, ist eigentlich so ein bisschen so invertierte Initiative. Na, nee, doch nicht. Andere Muster, das Blau ist ein bisschen heller. Aber, hallo? Ist ja wohl sowas von N7-Zeit, das sage ich euch aber. Das sage ich euch aber. So sieht das gut aus, Freunde. So sieht das gut aus. Kleinen Moment. So. Also, wir müssen die Turbinenteile finden. Warum ist die... Habe ich die Quest nicht aktiviert? Offenbar nicht. Huch. Fahren mal... Ups. Wollte nicht boosten. Wir fahren mal hier hoch. Geh weg. Geht alle weg. Was wollt ihr hier? Verschwindet. Oh Gott, wir sind ein bisschen lahm gerade. Ich hoffe, der... Drag, würden Sie bitte Ihre Panzerung reinigen? Sonst zieht dieser Geruch noch bei Ihnen ein und wechselt die Tapete. Hey, wenn Sie den Geruch nicht mögen, können Sie ja... Shit. Alles okay, Großer? Ja, ja, nur ich bin ein alter Mann. Mir fällt schon was Gutes ein. Keine Hektik. Ich kann warten. Komme ich hier echt nicht hoch oder habe ich einfach zu wenig Strom? Dann einmal noch mit richtig Schmackes da hoch. So. Geht doch. Geht doch alles. Aber wo genau sind jetzt die Turbinenteile? Ah, ich hätte das... Naja. Ich hätte das wahrscheinlich auch einfacher haben können, sehe ich gerade. Da sind sie nämlich, oder? Nee, sind nur Steine. Es blendet mich. Vielleicht kann man mit den Plünderern vernünftig reden. Ja. Sicher, Kleine. Ich sehe nur keine Plünderer.
Habe ich die schon... Sind die schon weg? Aber ich habe doch hier oben noch nicht gekämpft. Ich war doch hier noch gar noch nie. Jo, wir fahren noch mal ein Stück weiter. Ich sehe immer noch keine Plünderer. Was ist denn los hier? Naja, Tod ist auch irgendwie vernünftig. Ja. Jemand war vor uns da. Und hat Ashlyns vermisst. Entschuldigung. Der Teile zerstört. Was zur Hölle war das? Kommt hoch. Boss kommt. Au. Not a good idea. Wie schnell er auch ist. Oh nein, geh weg. Hoffentlich tankt er nicht wieder Energie auf oder so. Okay, überbringen wir Ashlyn die schlechte Nachricht. Ein alter Eiroch, was hat der denn dabei? Eiroch-Flüssigkeitsbeutel, wer hat das gedacht? So, hier haben wir noch einen Behälter. Rebellenpanzerung, Scharfschütze. Nahkampfoptik für das... für die Schrot. Okay, gucken wir, wie weit es zu Aislinn ist. Achso, das war ja das Lager. Ah, da kommen wir natürlich... Gut, dann fahren wir von hier aus. Da fahren wir am besten von hier aus. Oh. Sollten wir da eigentlich hinkommen, wenn wir jetzt hier runterfahren, nicht wahr? Wenn Sie eine Asari-Elite-Soldatin wären, würden Sie jetzt bald in Ehren in Rente gehen. Ah, im Moment. Bekäme ich dann auch kostenlosen Alkohol? Ich glaube nicht. Ah. Dann will er nicht. Kann ich aber verstehen. Also ein Bierchen muss schon mal drin sein. Oder was auch immer Kroganer trinken. An Alkohol. Ich weiß es nicht. Nein, das war... Oh, das war richtig. Natürlich, das wusste ich. Hallo, Aislinn. Ich habe ihre Plünderer gefunden. Tot. Ein Koloss hat sie erwischt. Und die Turbinenteile? Zerstört. Nur noch Schrott. Naja, zumindest wird mein Gierantrieb nicht von einem verdammten Plünderer benutzt. Danke, Pathfinder. Leben auf Kadera. Was halten Sie von Kadera? Es riecht wie faule Eier und saure Milch. Mh, lecker. Dann bereuen Sie es also, dass Sie den Nexus verlassen haben? Pathfinder, ich bereue, dass ich die Milchstraße verlassen habe. Aber ich habe auf Kadera eins gelernt. Ich habe gar keine Zeit, irgendwas zu bereuen. Wer nicht in der Gegenwart lebt, stirbt bei den Gedanken an die Vergangenheit. Oh, das ist ein... Das ist tatsächlich ein relativ kluger Spruch, muss ich sagen. Windpark. Wer betreibt den Windpark? Er ist ein gemeinsames Projekt. Alle helfen mit, damit die Turbinen laufen. Aber ich und der Salarianer, wir sind die einzigen ausgebildeten Techniker. Es ist daher natürlich, dass wir das Sagen haben. Du Salarianer? Hat der Salarianer auch einen Namen? Ja. Und wenn er jemals freundlich zu mir wäre, würde ich ihn auch benutzen. Der Techniker. Bis dahin bleibt er einfach der Salarianer. Das muss der Techniker oben sein. Passen Sie auf sich auf. Ja, klar. So, Lebensfähigkeit. Aktuell 58%.
So, wo machen wir weiter mit Quest? Ich würde fast sagen, können wir da hinreisen? Nee. Wir reisen... Nee, wir fahren einfach. Wir gucken mal, ob wir das versteckte Lager hier finden. Und fahren quasi einfach mal... unten auf dem Weg. Dafür ist er ja da. Wir können jetzt auch durchs Wasser prügeln. Alles kein Problem. Da ist so ein Eirauch, der ist... Ja, ja. Brüll halt rum, Junge. Wie wählen Sie Ihre Späher aus? Sind das freiwillige oder werden einfach durch irgendwelche Läger? Beides. Die Jungen hören... Entschuldigung. ...hören davon, was ich mache und kommen zu mir. Wenn sie mir gefallen, verpflichte ich sie. Wenn sie Ihnen gefallen? Natürlich nicht wie bei einem Schönheitswettbewerb. Aber wenn sie aussehen, als hätte sie ein Shuttle noch gerammt und sie stehen noch, da hinten, dann will ich sie. Ja, gut. Die Frage ist, kommen wir hier einfach so hoch? Aber das, ja, das ist steil. Das ist gut. Ja, mal kurz aussteigen. Dankeschön. Guck, gar nicht, Hammer. Ja, gut. Das war jetzt nicht so mega. Nein! Ja, da komme ich jetzt nicht mehr hin zum Nomad. Befürchte ich. Dann müssen wir doch mal eben schnell reisen. Nein, ich will erstmal kurz den Wegpunkt, bitte. So. So ist das besser. Ja, ich habe ein bisschen ungünstig geparkt. Sag ich mal. So, Alter, der Nomad, ohne Witz, N7-Lackierung ist immer so geil. Schwarz-Rot ist halt einfach auch eine ziemlich coole Farbkombi. So, wir gucken nach diesem, ach nein, ich glaube, ich erinnere mich. War das nicht das Verbuggte? Aber wir gucken da trotzdem nochmal. Vielleicht kommen wir da jetzt, weil das Wasser sauber ist. Vielleicht einfacher hin? Oder besser hin? Ja, ja, lass mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe! Ihr Lümmels. Hab ich falsch gefahren? Nö, wir fahren einmal rum und dann... Ich glaube, das war's. Ja, das haben wir gut gemacht. Die haben wir richtig gut umgeboxt. Ah, nee, ich mache einfach das. Ich lasse Allrad einfach drin. So, dann können wir nämlich jetzt bestimmt auch. Sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwas dran ändern wird. Wie wir einfach durchs Wasser laufen, bis zum Kopf. Bis zum Kopf in der Brüne. Das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich buggy. Oder wie gesagt, das ist da oben drauf, aber da habe ich jetzt halt keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Da wüsste ich nicht so wirklich, wie das klappen sollte. Hier kannst du ja nicht drauf. Ah doch, hier kannst du hin. Nee, das kann aber nicht Sinn der Übung. Nee. Ich stempel das jetzt einfach mal ab als verbuggt, weil ich vermute, dass einfach dieser Behälter das sein müsste. Und der ist halt einfach nicht lootbar. So. Und was nicht lootbar ist, ist scheiße. Denn Loot ist gut. Wie das aussieht, ey. So. Lieber Nomad. Ich würde aber sagen, wir eröffnen oder wir machen hier noch die Siedlung. Geht das überhaupt schon? Das geht noch gar nicht. Gut, das geht noch nicht, weil... Wir müssen bestimmt noch irgendwas machen, weil das blinkt halt auch noch rot. Vielleicht ist die Lebensfähigkeit noch nicht ganz so hoch. Ich weiß es nicht genau, ob wir eine bestimmte Lebensfähigkeit brauchen, um hier
um hier eine Siedlung errichten zu können. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal noch um diese Pflanzenprobe in der nächsten Folge und dann um den Cat-Transponder und um diesen Tatort, um den es hier geht. Das werden wir uns in den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Denn da oben, wir sehen es schon, da waren wir noch gar nicht. Wir werden sehen, was uns dort erwartet. Vermutlich Kämpfe. Aber die werden wir schon überstehen. Ich sage bis hierher danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.